Andere Menschen sollten gegenüber Familien respektvoll sein, mit kranken Kindern, die Kinder nicht so anstarren. Und zum Beispiel jetzt, wenn jemand meine Schwester anstarren würde, dann würde ich tatsächlich zurückgucken, sodass er aufhört hinzugucken. Ja, und auch nett sein zu den kranken Kindern, wenn mal jemand Hilfe braucht, auch helfen. Wenn man mit bestimmten Personen halt zum Beispiel auf der Straße oder in der Schule nicht viel mehr zu tun hat, als einmal kurz mit denen zu reden, kannst du mir mal das leihen oder so, dann muss man sich auch nicht sehr viel dafür interessieren oder besonders starren oder bestimmte Kommentare geben. So wie es halt bei meiner Schwester war, weil als einfach ein Zettel auf ihrem Tisch lag, du bist doof, Behinderte sind doof. Dann muss man sich nicht weiter, wenn man keinen Kontakt zu der Person sonst hat oder besonderen Kontakt wie freundschaftlich oder etwas ähnliches, dann muss man sich auch nicht viel mehr dafür interessieren und kann auch einfach nichts sagen. Weil die Person sich natürlich sehr schlecht fühlt, wenn man sagt, du bist doof, für etwas, das die Person nichts kann. Weil jeder hat seine Schwächen und manche haben halt besondere Schwächen, die auch im medizinischen Sinne anerkannt sind. Und andere sind einfach schlecht im Fahrradfahren. Das hat halt jeder und das ist normal in dem Sinne. Jeder hat zwar seine Ansichten und das ist halt so. Und Personen, die halt mehr damit zu tun haben, die können dann auch mit der Person reden und die kann einem das dann erklären. Man muss nicht mit Vorurteilen kommen und vorschnell handeln und so und du musst ja das und du musst ja das. Die Person weiß es ja am besten und wenn die Person einem darüber was erzählen möchte, dann kann die Person einem das erzählen. Oder die Person, die eben mit der Person was zu tun haben, so wie Familie oder so, damit man sie besser aufklären kann, damit die Personen sich im Klaren sind, wie sie mit der Person umgehen müssen. Die Person an sich, die muss es halt selbst wissen. Sie ist ein Mensch wie jeder andere und das bleibt dabei, egal ob man sagt, du bist doof oder nicht. Man ist die Person, die man ist und daran kann man nichts ändern. Vor allem jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich und ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Rollstuhl sitzt oder nicht, jeder hat ja seine gleichen Schwächen und Stärken. Und wenn man jetzt halt auch anders aussieht als jemand anderes, jeder Mensch sieht unterschiedlich aus. Und egal, ob er jetzt die eine oder die andere Schwäche hat, sie ist am Ende eh gleich. Also jeder Mensch ist am Ende eh gleich und für sich gut. Also ich würde sagen, dass man respektvoll mit den Menschen umgehen soll. Wenn man die zum Beispiel auch einfach beim Einkaufen auf der Straße trifft. Natürlich soll man sich jetzt nicht vor den Leuten verbeugen, auf keinen Fall. Aber halt, wenn es geht, nicht direkt anstarren. Viele Menschen fühlen sich dabei auch unwohl. Und auch die Geschwisterkinder, das ist bei mir zum Beispiel so, wenn jemand meine kleine Schwester anstarrt, dann fühle ich mich halt unwohl dabei.